Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Gracias. Welche Wachsen da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Hey. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Hä? Wieso kann ich die denn nicht... Ich kann immer noch nicht anvisieren. Ich hab zwar... Aber ich darf einfach nicht anvisieren. Da ist etwas eingerostet. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Der Verlierer putzt den's. Hm, riskant. Einmal 10 höchste Punktzahl. Gemacht, Herr Bronn. Was für Waffen schießt ihr denn? Gewehre? Pistolen? Ist egal, oder was? Was ist die höchste Punktzahl? Kopf? Darf ich eigentlich nur auf mein Ziel schießen, oder? Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, du kannst meine Wäsche falten. Na, hör auf zu schwanken. Jetzt hab ich keine Munition mehr. Ne, Moment. Ich hab noch Munition, ich muss nachladen. Wie lange soll ich jetzt schießen? Einfach so lange, wie ich will, oder was? Ob ich hier drauf drücke. Ist doch doof. Habe ich jetzt zu viel verbraucht, oder? Gehen wir zur Basis. Okay, ist alles voll. Okay. Hier darf ich nicht schießen. Das ist so dumm. Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Ich auch bloß schießen könnte. Schon wieder eine Münze.
Wirmend. Ich glaube, Wirmend ist auch ein Start. Okay. Mel ist vorne. Mel ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr, sehr viel. Gracias. Mhm. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich will mich einfach ausbrauchen. Ich habe ein paar extra Aufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny. Wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Und überleben sei lang. Und dann tot sei lang. Der Spruch geht mir jetzt schnell im Sack. Platz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment nur Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen? Ich habe ihn zwei Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber... Wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschossen. Mach dir gar nicht seinen Kopf drauf. Festhalten! Töte die Wolves! Oh meine Fresse. Ich hab mich einen einzigen erwischt. Ah, ich verfehle dieses... Kann ich das... Vielleicht die Pferde abschießen? Oh, ich habe endlich was getroffen. Wisst ihr was? Das machen wir gleich nochmal von vorne. Das war mir gerade... Ich will nicht direkt wieder verfehlen. Es schwankt so sehr. Es nervt. Ich habe schon wieder so viel verfehlt. Ich möchte, wenn möglich, nicht mehr als einmal verfehlen. Sag mal. Ich habe doch die zwei Pferde voll in den Kopf getroffen, oder nicht? Ja.
Die Sache ist halt, ich werde super viele Lebenspunkte verlieren. Okay. Ich hasse es ehrlich gesagt, wenn ich einen beweglichen Kampf habe. Ich weiß nicht, ob ich das hätte verhindern können. Wahrscheinlich nicht. Hier nochmal oben. Ich hasse solche Kämpfe, wo ich in einem Skript ein Cutscene-Dinge abschießen muss. Das hab ich. Es gab eine solche Cutscene in Mafia. Und das war auch einer der nervigsten, weil man so leicht verlieren konnte. Weil ständig irgendwas nicht ganz gleich abläuft, gefühlt. Schauen wir nach, ob sie sicher ist. Gut. Wir haben jetzt einen Kontrollpunkt, ne? Dann. Ich darf zielen, danke sehr. Okay. Wo ist es? Hey, yes. Hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Ich darf ihn nicht mehr abschießen, ich könnte kotzen. Gottverfickte Scheiße! Regt mich das auf. Kentucky. Und ja, ich will nicht mit einem Hund zusammenarbeiten. Ich wollte ihn eigentlich im ersten Moment, wo ich ihn sehe, erschießen. Ich hätte zwar geladen, aber einfach bloß um mich selbst zu befriedigen. Ich darf ihn nicht mal erschießen. Das kotzt mich so an. Ja, dieser Hund ist bestimmt noch wichtig für die Story. Drecksplag, ey. Ich wollte keinen Hund dabei haben und die haben mich gezwungen einfach dazu. Das kotzt mich halt an. Es ist mir scheißegal, dass ich jetzt mit Abby spielen muss oder sowas. Es kotzt mich einfach nur an, dass ich diesen verdammten Hund jetzt dabei habe. Der regt mich viel mehr auf. Scheiß Viecher, ey. Ich frag mich, ob ich jetzt mit Abby dann irgendwelche Orte betreten werde, die mir bekannt vorkommen. Mit Ellie. Ich meine, wir haben ja. Okay, also wir sind doch direkt erstmal in Kampfmodus gekommen. Das heißt, hier scheinen wohl Gegner zu sein. Haben sie das Licht ausgemacht oder? Nee, das Licht ist noch an. Das ist dann vielleicht Infizierte?
Ah, okay, aber wenigstens sammeln wir jetzt langsam Zeugs. Wie sieht denn das aus? Was kann ich denn so herstellen? Rohrbomben springen beim Aufprall und explodieren mit kurzer Verzögerung. Okay. Was sind so meine Fähigkeiten? Gesundheit verbessern. Aha. Meine Gesundheit erhöhen. Effektivere Heilung. Okay. Nahkampfwaffenverbesserung hätten wir hier. So, da brauche ich einen Nahkampf. Okay. Schalldämpfer kann ich jetzt schon machen, das ist super. Für Schalldämpfer brauche ich die Kanister. Hier brauche ich die Kanister aber auch. Deswegen werde ich jetzt keinen Kanister bauen. Ich will den Schalldämpfer nämlich haben. Schade, dass ich jetzt mit Abby spiele und komplett neue meine Fähigkeiten noch leveln müsste. Ich meine, es sind. Gibt es zu viele Verstecke? Sind wirklich infiziert, okay. Müssten Hunde nicht total aggressiv auf solche Viecher losbellen und das sofort verraten, wo wir sind? Ich meine, das würde das sein, was ich am ehesten von diesen scheiß Viechern erwarte. Ich werde kein Hundefreund. Jedenfalls, es wäre schön gewesen, wenn ich die ganzen Skills von Ellie halt jetzt bei Abby auch hätte. Weil ich es mir ja mühsam erkauft habe und das war ja dann erst kurz vor Ende, wo sie dann praktisch nicht mehr. Wenn ich jetzt Ellie nochmal spielen könnte, okay, aber. Das ist ein bisschen nervig. Ich meine, es ergibt Sinn, dass sie jetzt nicht dieselben Fähigkeiten plötzlich hat, aber. Ich wäre trotzdem. Hätte mir trotzdem gefallen. Da vorne sind sie. Scheint auch ein Warner zu sein. Weiß nicht, ob ich da von hinten rankommen kann an den. Werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Sie macht er. Okay, sie bricht ihn einfach das Genick, okay. Ich kann sie das einfach. Stärker als Ellie. Naja, gut, die hat ja auch Muskeln wie sonst noch was. Gorilla-Oma-Arme. Das ist so hässlich bei Frauen. Ich meine, sie können sich ruhig hochpumpen, aber. Brauchen dann nicht zu denken, dass ich sie attraktiv finde.
Okay. Gucken. Lange bleibt es auf jeden Fall nicht auf dieser Seite. Würdest du mich bitte an die Stelle lassen? Hat ihn Anna erledigt. Was alle? Alles sauber? Ja. Sauber. Das ist so viel besser als Mescal und ein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. So. Hey, hier drüben. Was ist hier drüben? Mal da oben. Könnte ein Ausgang sein. Ja. Ziemlich offensichtlich, was ich machen soll. Okay, ich kann nur nach links. Wahrscheinlich, weil ich nach links muss. Das kann man aufsammeln. Hier ist es so, muss ich geduckt laufen. Zweifle ich irgendwie gerade, dass ich hier lang muss. Andererseits scheint es der einzige Weg zu sein. Ah. Das ist ein Cuttermesser? Scheinbar. Als Klinge. Okay. Vielleicht gibt es mehrere Wege. Ich muss auf jeden Fall irgendwie hier hoch. Ich kann ja scheinbar an mehreren Stellen hochklettern. Das ist ja schon mal interessant. Hier hoch? Ja. Gut, dann habe ich das Gefühl, ich muss irgendwas da hinschieben. Die Hebebühne ist es nicht.
das nicht der Fall ist, muss es noch einen anderen Weg nach oben geben. Okay, hier ging es nur drüber. Hier wächst Kraut, da kann ich nicht klettern. Das ist das erste krautische Gesetz. Überall, wo Kraut ist, kann man nicht klettern. Vielleicht muss ich springen. So, hier rüber springen. Sieht möglich aus. Komme ich auch nicht drüber, ja. Probieren wir es einfach mal. Ja. Nein, ich werde keine Rohrbomben einsetzen. Komm. Er hat mich verfolgt und mein Hund hat mich nicht beschützt. Der Hund scheint ja offensichtlich funktionsfähig zu sein, solche Viecher auszuschalten. Töte mich. Ich sehe das gar nicht ein. Ich sehe das absolut nicht ein. What the? Oh, natürlich kommt da noch ein Schempler. Weil Schempler waren ja jetzt unbedingt noch nötig für diese Szene. Oh, meine Fresse. Nein. Ich möchte den ersten Schuss nicht jedes Mal versemmeln. Ach, ja, natürlich. Boah, geht ihm auf den Sack.